Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Montagnacht, das ist immer eine freie Themennacht. Und eine freie Themennacht heißt, solltet ihr eventuell zum allerersten Mal diese Sendung hier sehen, ihr könnt hier bei mir anrufen und euch mit mir unterhalten. Ganz egal, über was, über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050. Und mailen könnt ihr natürlich auch unter domian@wdr. De. Der erste Anrufer ist eine Die heute Nacht und sie heißt Manuela und ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Manuela. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe arge Probleme mit meiner Tochter. Ich kann mit meiner Tochter nicht reden und meine Tochter ist sehr eifersüchtig und egoistisch. Wie alt ist sie? Meine Tochter ist schon 24, hat auch schon ein Kind. Ja. Egoistisch, eifersüchtig? Ja. Auf was zum Beispiel eifersüchtig? Also zum Beispiel, ich lebe mit einem Mann zusammen, der hat zwei Kinder, die sind 12 und 14. Mhm. Und die sind jetzt in den großen Ferien bei uns gewesen. Mhm. Und da ist sie böse und eifersüchtig, weil die Kinder hier sind und ich mich um die Kinder kümmere. Und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, nehme ich mir einen Mann mit zwei Kindern, muss ich mich auch ja, darum kümmern. Natürlich. Wohnt deine Tochter auch bei dir im Haus? Oder? Nein, sie wohnt nicht mehr, sie wohnt mit ihrem Lebensgefährten zusammen und ihrer Tochter. Ja. Und, aber in deiner Nähe? In einer Stadt. In einer Stadt, ja. Ja, mhm. Also. Und sie versucht ständig, mich zu kontrollieren durch Telefonate, ne? Was versucht sie, also mit der Eifersucht habe ich das verstanden, was versucht sie zu kontrollieren? Ja, mich, mein Leben. Sie versucht, mein Leben zu kontrollieren, indem sie mich ständig anruft. Was hast du gemacht? Wo warst du? Und ich habe eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die ist sehr viel hier, die ist auch jetzt, lebt in Scheidung. Ja. Und sie ist ganz alleine hier in der Stadt und sie braucht natürlich auch eine Bezugsperson. Man braucht einen Menschen, wo man gehen kann und mit dem man reden kann. Du sprichst von der Freundin jetzt, ne? Ja, und das ist meine Freundin. Du kümmerst dich um diese Freundin und das passt auch. Deiner Tochter auch nicht? Nein. Die Tochter ist 24 Jahre alt, hat selbst ein Kind, sagst du. Ja. Wie lange mischt sie sich, oder seit wann mischt sie sich schon so in dein Leben ein? Schon immer. Schon immer? Ja. Also seitdem sie so in der Pubertät war und... Ja, ja. Aber ich darf bezüglich ihres Lebens kein Urteil abgeben oder nichts sagen oder... Wie steht sie denn zu deinem Freund? Ganz schlecht. Habe ich mir schon gedacht. Ja. Wenn sie über die Kinder schon so denkt, dann... Ja, sie ist auch eifersüchtig auf ihn, ne? Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Oh, wir sind jetzt über 7 Jahre zusammen. Das heißt, das hat sie noch mitbekommen, während sie bei dir wohnte und lebte? Ja. Und es war immer Stress und Streit und Spannung zwischen euch. Da gab es arge Auseinandersetzungen. Du kann man ja sagen, du bist eine 43-jährige Frau, sie ist eine erwachsene Tochter. Ja. Die sollten sich gefälligst gegenseitig in Ruhe lassen und ihre Leben leben. Ja. Hast du denn da irgendwann mal dieses auch wirklich so eingefordert und auf den Tisch gehauen? Natürlich, klar. Ich habe schon mehrfach versucht, mit ihr darüber zu reden. Ja. Und diese Diskussionen enden immer, also Diskussionen gibt es gar nicht, denn es werden immer Monologe. Ich rede alleine und sie hört zu und sagt kein Wort zu diesen Geschichten, so, ne? Ja. Und das macht mich arg traurig auch, weil sie mir gegenüber sehr aggressiv und bösartig ist auch. Ja. Aber offensichtlich nimmt sie dich dann überhaupt nicht ernst in dem, was du sagst. Ja, ja, ja. Das heißt, du schimpfst und hältst Monologe und schimpfst und die wird denken, lass die, jetzt ich sag's mal so, lass die Alte reden, ich mach was ich will. Ja, sowas in der Art. Ja. Ja, aber dann bist du nicht hart genug und nicht streng genug. Dann ziehst du nicht wirkliche Konsequenzen. Denn ehrlich gesagt, von außen betrachtet, was du gerade erzählst, ist das ein Unding. Ne? Ja. Deine Tochter hat sich in dein Leben überhaupt nicht einzumischen. Richtig. Warum macht sie das eigentlich? Ist das so ein Machtspiel, dass sie... Ja, Machtspiele sind das, klar. Also ich muss dazu sagen, was ihr Vater ist, von dem habe ich mich scheiden lassen, da war sie so 8 oder 9 Jahre alt. Und er kümmert sich seitdem gar nicht mehr um sie, gar nicht. Weder telefonisch noch schriftlich irgendwie Kontakt, gar nicht. Da leidet sie sehr drunter. Sie tut immer so knallhart, aber sie ist butterweich und sie leidet unter vielen Dingen ganz extrem. Ja. Und sie redet nicht mit mir. Ich kann einfach machen, was ich will. Ich habe da gar keinen... Gibt es andere Geschwister noch?
Nein, leider nicht. Das ist die einzige Tochter. Ja. Das ist natürlich dann auch schwer, so ganz radikal und hart aufzutreten. Ne? Ich denke mir auch immer, ich habe nur diese eine Tochter. Ja. Und ich möchte auch immer wieder zeigen, trotz der Fehler, die sie hat und trotz den Unsinn, den sie macht, dass ich sie liebe, dass sie mein Kind ist. So, aber genau da ist der Fehler, glaube ich, Manuela. Das machst du jetzt schon seit 10 Jahren ungefähr, ne? Ja. Und es ändert sich überhaupt gar nichts. Nee. Ich finde, es tut der Liebe keinen Abbruch, wenn du ein sehr hartes Auftreten mal versuchen würdest. Du bist bisher noch nicht hart aufgetreten. Du schimpfst und die macht die Ohren auf Durchzug auf und weiß genau, ich kann mich hinterher wieder so verhalten wie vorher. Die muss einfach kapieren, dass du es ernst meinst. Und ich glaube, dass man da als Eltern auch mal so hart vorgehen muss, dass es einem selbst bisweilen wehtut, um ihr einfach eine Grenze zu setzen. Du hast ihr ja keine wirkliche Grenze bisher gesetzt. Ja, ich habe aber auch immer so dieses Ding, so ein schlechtes Gewissen. Ich habe dann das zweite Mal geheiratet. Also nicht der Mann, mit dem ich jetzt zusammen lege, aber der hat sie missbraucht. Und ich habe da nichts von gewusst. Ich habe das zwar immer geahnt und habe versucht, darüber zu sprechen mit ihr, aber sie hat es dann immer abgestritten und hinten... Du hast es geahnt? Ja. Wie kam das? Ja, so durch das Verhalten von ihr und meinem Mann damals. So. Und du hast das Mädchen angesprochen, das Mädchen hat es abgestritten. Ja. Dennoch ja. war da eine Ahnung. Ja. Hast du es denn dann zur Seite gelegt? Ja, was sollte ich machen? Ich kam ja nicht ran. Ich habe auch mit ihm gesprochen, ich habe ihm das auf den Kopf gesagt. Und macht sie dir heute Vorwürfe, dass du nicht mehr getan hast? Nein. Sie redet ja nicht mit mir darüber. Und es kann natürlich sein, dass sie insgeheim da schon eine große Aggression auf dich hat. Eben. Dass sie denkt, sie hätte mehr machen müssen. Sie hätte vielleicht mit mir zu einem Kinderpsychologen gehen müssen oder irgendetwas, um es rauszukriegen. Aber also sind bei dir da große Schuldgefühle auch? Auch, ja. Und daher bist du dann immer wieder auch ein bisschen nachgiebiger im Verhalten ihr gegenüber. Ja, das ist natürlich alles misslich, ne? Ja. Da ist eine unaufbereitete Vergangenheit. Mhm. War sie denn wegen dieses Missbrauchs in psychologischer Betreuung? Sie sagt mir immer, also sie hat mir schon zweimal gesagt, sie macht eine Therapie. Und es stimmt nicht, sie lügt ja auch ohne Ende, ne? Sie belügt mich. Und sie hat noch keine Therapie gemacht. Ich wollte mit ihr schon Therapie machen. Auch nicht. Ich krieg sie wirklich nicht zu fassen, egal was ich mache. Gut, das kannst du auch nicht erzwingen. Das muss sie für sich alleine entscheiden. Ja. Da muss man sich zurückhalten. Ja. Wann war dieser Missbrauch? Wie alt war sie da? Ich gehe mal davon aus, dass das losging, wie sie 16 war. Sie hat mir das ja nicht gesagt. Ach so, als sie schon so alt war. Ja, und sie hat das dann später. Sie war dann auch, mein Mann war selbstständig und dann war sie dort in der Ausbildung. Und da hat sie das sogar ausgenutzt. Mit materiellen Dingen hat sie sich da prostituiert praktisch, ne? Und hat also sich es wird immer verzwackter. Ja. Das ist aber jetzt, wenn ich das richtig rechne, nicht der Partner, mit dem du jetzt zusammen bist. Richtig. Ist da irgendwie, wie ist das überhaupt denn ans Tageslicht gekommen? Hat sie es irgendwann dir doch erzählt, oder? Sie kam dann öfters, also ich habe auch in diesem Geschäft gearbeitet und dann kam sie dann morgens öfters mit neuen Klamotten und hier was Neues und da was Neues, wie das dann immer so ist, ne? Und die finanzielle Situation des Geschäftes war nicht dementsprechend, dass man sich hätte leisten können, da ständig irgendwelche neuen Geschichten dazu kaufen oder so. Ne? Und dann hat sie ausgepackt? Nein, ich habe sie dann bloß mal daraufhin angesprochen und mein Lebensgefährte, mit dem hat sie etwas darüber gesprochen, mit dem konnte sie besser, obwohl sie so böse manchmal mit ihm ist und auch mit ihm nicht klarkommt. Also mit dem jetzigen? Ja, mit dem konnte sie... Und dem hat sie es gesagt? Etwas besser darüber reden als mit mir. Zwar nicht alles, aber so bruchstückhaft kam dann immer mal was raus. Ja. Also, das ist wirklich kompliziert, weil die Vergangenheit auch damit reinspielt. Wäre diese Vergangenheit nicht, würde ich dir wirklich noch radikaler raten, da aufzutreten. Okay. Aber du hast natürlich jetzt auch deine Geschichte da in dir, ne, mit der Tochter. Ich würde dir in diesem Fall, würde ich für dich erstmal dir eine Beratung empfehlen. Ich glaube, dass man das nicht so mit so einem 10-Minuten-Gespräch lösen kann. Nee, das ist zu kompliziert. Welche Art von Beratung? Das würde ich dir vorschlagen, klärst du mit meiner Psychologin. Gerne, ja. Dann legst du auf und die Claudia ruft dich an. Gerne. Aber unternimm etwas. Ich finde, da muss man was tun. Du musst jetzt für dich was tun, um mit deinen Schuldgefühlen fertig zu werden und aber eben auch um eine Grenzziehung zu deiner Tochter hinzubekommen. Ich leide ja auch darunter und weiß gar nicht mehr, wie ich ihr gegenüber auftreten soll. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich verstehe schon, ja. Du legst auf, wir rufen zurück. Super. Alles Liebe. Danke. Tschüss.
0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Und übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema: Wie sage ich es meinem Partner? Wie sage ich es meinem Partner? Übermorgen, heute freie Themennacht. Hier ist Rainer. Rainer ist 40. Hallo Rainer. Grüß dich, Jürgen. Ja, hallo. Ja, dein Thema. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ach, fang irgendwo an. Ja, es ist unwahrscheinlich kompliziert. Ich bin einmal verheiratet, schon seit 13 Jahren. Mhm. Ich hatte mit meiner Frau vor 5 Jahren, sie mit mir, ich mit ihr Probleme gehabt. Wir haben uns auseinandergelebt, wegen meinem Beruf. Was machst du? Ich bin selbstständiger Handelsvertreter. Viel unterwegs? Ja, viel unterwegs gewesen. Mhm. Mittlerweile hauptsächlich nur noch von zu Hause aus. Und sie ist damals fremdgegangen. Das hat mich ziemlich berührt. Also damals, vor 5 Jahren gab es diese Krise? Ja, gab es diese Krise. Da habt ihr euch auseinandergelebt oder habt ihr euch auch getrennt für eine Weile? Na, haben uns auch für eine Weile getrennt. Gut, dann kann man ja nicht von Fremdgehen sprechen. Nö. Sie hatte trotzdem, während dieser Zeit einen anderen Typ? Sie hat einen anderen Typ. Ja. In dieser Zeit habe ich eine andere Frau kennengelernt, die auch mit uns zusammengearbeitet hat und mit der ich dann zusammen war. Also jeder von euch, du hattest jemanden und deine Frau hatte auch jemanden. Ne? Wie lange ging das so, dass jeder seinen Techtelmechtel da hatte? Wo jeder seinen Techtelmechtel hatte, das ging 3 Monate, bei mir mittlerweile 5 Jahre. Oh, das heißt, du bist mit deiner Frau wieder zusammen, eigentlich, formal. Ja, und, hast und auch normal und parallel. Läuft noch die alte Geschichte von damals. Genau. Das ist ja eine schöne Scheiße, ne? Ja, aber hallo. Aber ich kann hallo. Dir sagen, aber hallo. Ich weiß gar nicht, wie ich die Kurve kriegen soll. Das heißt, dann lass mich noch fragen. Deine Frau hat ihre Geschichte, die du gerade Fremdgehen genannt hast, die hat sie aufgegeben damals. Musste sie aufgeben. Das war deine Bedingung? Nein. Das kam von ihr aus, weil die Beziehung war nicht besonders. Sie wurde in der Beziehung geschlagen. Ach so. Ja. Ach so, ich verstehe. Und aber ich habe ihr dann geholfen, aus dieser Beziehung rauszukommen. Ja, sie okay. wurde bedrängt, belästigt und so. Allerlei. Aber seit dieser Zeit, da sind jetzt ungefähr 5 Jahre ins Land gestrichen, ist sie dir treu, soweit du weißt? Soweit ich weiß. Aber wir halten es nochmal fest, du hast seit dieser Zeit diese Frau nebenher von damals. Weiß deine Frau das? Nein. Nein. Wusste sie damals davon, dass du da eine Frau hast? Ja. Hast du ihr damals gesagt, okay, pass auf, wir sind jetzt wieder zusammen, ich trenne mich von der? Dieses Thema kam gar nicht auf. Ach, das wurde so überschwiegen. Nicht überschwiegen. Ich habe meiner Frau damals aus der Situation rausgeholfen, weil allein hat es nicht mehr geschafft. Ja. Ja. Ich hätte ihr gewünscht, dass sie damals eine vernünftige Beziehung gehabt hätte. Ja. Das Problem ist, meine Frau ist psychisch sehr labil. Mhm. Aber wie kommt das denn, dass sie dann nie gefragt hat, hier, hast du denn deine Sache dann noch? Ich weiß es nicht. Aus Dankbarkeit vielleicht heraus, weil du ihr so geholfen hast? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, dass es bei meiner Frau so ist, dass er Angst vom Alleinsein hat, wird eine Enttäuschung zu erleben. Und manchmal will man dann körperliche Enttäuschung zu erleben. Verstehe. Und manchmal will man dann auch gar nicht die Wahrheit wissen. So ist es. Jetzt muss ich nochmal fragen, bist du damals zu deiner Frau wieder zurückgegangen aus Mitleid? Du hättest ja auch, es hätte ja auch so sein können, dass du sie gerettet, sage ich mal, hättest aus dieser Beziehung und ihr wärt nur, in Anführungszeichen, nur gute Freunde geworden. Warum wieder in die Ehe? Gute Frage. Wir haben damals, als diese Misshandlung bei meiner Frau passierte von ihrem damaligen Freund, haben wir sehr viel miteinander geredet. Ja. Hat geweint wie ein Wasserfall, getröstet, gestreichelt und ja, dann ist das wieder passiert. Ne? Ich hatte es eigentlich als einmalige Ausrutsche gesehen zu diesem Zeitpunkt. Ja. Nur das Problem war dann, dass meine Frau sich dermaßen extrem an mich geklammert hat. Ja. Ich habe auch Anlauf genommen, ihr das zu sagen. Ah, ich verstehe. Da gibt's noch jemand, aber das hat. Du hast ich kam da gar nicht dazu. Nee, du hast den Mut dazu nicht gehabt damals.
Das ist natürlich dann auch hart, das für niemanden zu sagen, der sich so an einen klammert und die Person ist in Angst und Not und man will ja nicht noch mehr wehtun, die hat schon Schlimmes erfahren. Ich hab's dann, ich weiß nicht, ob man da Gentleman-like-Version dazu sagen kann, ich hab's dann so halt auf diese Art und Weise versucht, habe ich gesagt, du, pass auf, du hast einen Freund gehabt, ja, und ich war in einer Beziehung und da gibt's normalerweise außer Freundschaft, normale Freundschaften, Anführungszeichen, weil wir haben eine gemeinsame Tochter. Okay, also ihr seid auf jeden Fall dann wieder in diese Ehe hineingeschlittert wieder, kann man so sagen. Ne? Da, na, was ich dann noch sagen wollte, damit du das vielleicht ein bisschen verstehst, ist das, als ich ihr dann versucht habe klarzumachen, dass das nichts mehr werden kann. Und wir haben uns dann auch zu dem Zeitpunkt ganz normal verabschiedet. Ich habe gesagt, überleg dir das, wir können gerne nochmal miteinander reden. Und da hat meine Frau am gleichen Abend einen Suizidversuch gemacht. Ne? Achso, das heißt, du hast schon den Versuch unternommen, nicht wieder in die Ehe zu gehen. So ist es. Sie zu retten aus der alten Geschichte. Ja. Aber nicht. Und dann kam der Suizidversuch. Genau. Und da warst du emotional vielleicht auch überfordert und hast. Ja, vor allem, weil es auch das Kind mit und. Verstehe. Wir haben wirklich eine schöne Zeit miteinander verlebt. Wir haben ein ganz tolles Kind miteinander. Und hast ich es dann. Ich hab's auch gerne. Es ist wirklich eine ganz liebe Frau. Und hast es dann alles so laufen lassen? Ne? Weil ich Angst habe und die Gefahr ist auch da, dass er wieder einen Suizidversuch macht. Das Gleiche habe ich auf der anderen Seite. Ach, dass die auch einen Suizidversuch macht, wenn du sie verlassen hast. Hat sie schon gemacht. Oh ja. Also, wie würdest du denn sagen, dass du deine ehemalige Frau, deine Frau auch noch liebst? Ja, ich liebe sie beide eigentlich. Aber mich würde das aggressiv machen. Wenn ich auf Dauer mit jemandem zusammen wäre, wo ich das Gefühl hätte, ich mache das nur aufgrund des moralischen Druckes. Derjenige würde sich umbringen, wenn ich Nein sagen würde. Das würde mich auf Dauer mürbe machen. Ich glaube nicht, das ist der moralische Druck, das ist der Angst, weil ich habe die Frau gerne. Ich habe sie beide gerne. Ja gut. Dann wir sind beide wirklich lieb. Und aber das ist natürlich keine Lebensgrundlage. Na, das ist es ja. Und ich weiß einfach nicht, wie ich das regeln kann. Wenn es jetzt per Zauberei und Fingerklicken eine Lösung geben sollte, wie würdest du sie dir wünschen? Wie würdest du am liebsten leben? Wie ich am liebsten leben würde? Ich würde am liebsten mit beiden Seiten einen Schlussstrich ziehen. Ah, mit beiden Seiten? Mit beiden Seiten. Weil ich kann mir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ich muss sagen, so kompliziert wie es ist, so schön ist es auch. Das ist ja das Komische. So schön ist es auch. Wie bitte? So schön ist es auch? Ja. Gut, aber dennoch willst du raus aus beiden Beziehungen. Ich möchte gern aus beiden Beziehungen raus. Möchte aber trotzdem mit beiden okay, das ist der nächste Schritt. Kontakt behalten, also nicht, dass man komplett abschließt, Schublade zu, nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr reden. So, jetzt habe ich aber verstanden, dass beide Frauen, vor allen Dingen deine Ehefrau, eine sehr labile Frau ist. Sowohl als auch meine Freundin. Und auch die Freundin, dass man das nicht so ruckzuck und zack machen kann, dass man nicht sagen kann, dass auch Mädel. Meiner Freundin muss ich dazu sagen, die kommt aus einer Ehe, 17 Jahre. Aus der Ehe sind drei Töchter hervorgegangen. In diesen 17 Jahren ist die Frau misshandelt worden, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich damit weiß natürlich auch. Deine Freundin weiß aber von der Ehefrau auch, ne? Ja. Die weiß die das. Sie weiß von meiner Ehefrau. Aber die Ehefrau nicht von der Freundin. Die Ehefrau nicht von der Freundin, obwohl sie sich mal kennengelernt haben. Ja, jetzt habe ich gerade eine Idee. Du sagst, du willst aus beiden Beziehungen raus. Ja. Und das kann man nicht so ad hoc machen und den Frauen das vor den Kopf knallen. Weil du Angst hast, die tun sich was an. Ja, da also, haben sich ja schon mal was getan beim einem Versuch. Okay, also kann man das eigentlich nur mit Hilfe machen. Das heißt, du, aufgrund deiner vertrackten Situation, das ist ja auch ein Lügenkonglomerat, was da entstanden ist, aber du hast es mir erklärt, wie es entstanden ist, müsstest eigentlich zwei parallele Beratungen laufen lassen für dich. Du müsstest mit deiner Freundin zu einer Paarberatung gehen,
und das letztendlich dort einleiten, was du willst, dort würde sie auch aufgefangen von einem professionellen Menschen. Mhm. Und genau das Gleiche müsste mit deiner Ehefrau passieren. Mhm. Um zu gewährleisten, dass zumindest eine Hilfe da ist für die Frauen. Mhm. Und ich würde auch deiner Ehefrau, wenn sie so labil ist und wenn sie so verletzlich ist, das zumindest jetzt nicht erzählen, dass da noch die ganzen 5 Jahre was gelaufen ist. Würde ich spontan erstmal sagen, was innerhalb der Beratung dann passiert, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich würde diese beiden Sachen angehen. Das ist zwar eine absurde Situation für dich, zwei parallele Beratungen, Eheberatungen aufzusuchen, aber wie soll man es anders machen? Ja, ich weiß es nicht. Bei meiner Frau ist das schon versucht worden. Mhm. Na? Da gibt es Lebensberatung. Nee, du sollst mit ihr zusammen dahin gehen. Ja, mit letztendlich für dich mit dem Ziel, dass sanft dort eine Trennung eingeleitet wird. Und genauso bei deiner Freundin. Domian, habe ich versucht, mit meiner Frau. Das Problem, was dann war, ist, dass meine Frau hat bei dieser Beratung komplett blockiert. Mhm. Komplett. Mhm. Das ging dann so weit, dass sie bei der zweiten Sitzung weggegangen ist. Mhm. Da gehe ich nicht mehr hin. Und ich kann es ja nicht an den Haaren hinziehen. Ja, okay. Dann musst du erstmal alleine weiter dorthin gehen. Und dir die Schützenhilfe geben lassen von dem Fachmenschen, wie du in der Situation weiter verfahren sollst. Du musst nur etwas tun. Ja. Ich würde dir gerne eine kompetente oder ein paar kompetente Stellen in deiner Umgebung jetzt noch sagen lassen von meinen Mitarbeitern. Gerne. Dann legst du auf, wir rufen zurück. Okay. Alles Gute und super, komm gut danke aus dieser auch. Komplizierten Lage raus. Sendung ist super. Ich danke dir vielmals. Tschüss. Tschüss. Hier ist Yvonne. Yvonne ist 30. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Yvonne. Hallo. Dein Thema. Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich seit 2 Jahren einen Freund. Mhm. Und ich spiele den seit 2 Jahren den Orgasmus vor. Das ist nicht schön. Nein. Nee, das ist wirklich schön. Wenn ich ein Freund wäre, wäre ich stinke sauer, wenn ich es irgendwann erfahren würde. Ja, deswegen warum tust möchte du das? Ich ihm das auch nicht so wahnsinnig gerne sagen. Ja, warum tust du es? Ich habe irgendwie am Anfang von der Beziehung nicht damit gerechnet, dass so was Ernstes draus wird. Mhm. Und wollte einfach perfekt sein. Also ich wollte, dass es für ihn schön ist. Und du wolltest auch gut dastehen. Bitte? Und du wolltest auch gut dastehen. Ich wollte auch gut dastehen, ja. Ich wollte nicht. Ich habe da einfach Probleme mit. Also ich komme so, wenn ich bei Selbstbefriedigung oder so. Da geht das. Da geht das jedes Mal. Und vorher in anderen Beziehungen auch? In anderen Beziehungen auch, dann, also da war das bei einem dann aber auch so, dass ich immer, also es ging nur in einer ganz bestimmten Stellung und halt nur oral und das ist immer ein ziemliches Gefrickel. Ja. Und ich wollte da nicht direkt so, halt man lernt sich kennen und es ist schön romantisch und so weiter, ja. Und man will dann irgendwie auch so einen perfekten Moment nicht so kaputt machen. Mhm. Und ja, das mit ist immer so einem, ach übrigens, immer, es ist so und so und jetzt musst du das aber bitte so und so machen, so viel Vertrauen ist da ja noch gar nicht da. Ist klar, kann ich vielleicht auch noch am Anfang verstehen. Ja, und dann habe ich aber irgendwann kam ich da nicht mehr raus. Hat sich das verselbstständigt, das Ganze. Ja. Ist das eine, liebst du ihn sehr? Ist das eine tolle Liebe? Das ist jetzt wahnsinnig ernst geworden und wir ziehen demnächst zusammen und ich habe jetzt einfach, wir haben uns bis jetzt immer nur die Wochenenden gesehen, ich habe jetzt einfach wahnsinnigen Schiss. Hm. Das heißt, du hast doch gar keine Lust auf Sex mit ihm, weil du immer denkst, jetzt muss ich gleich die Nummer, die Show da abziehen. Doch, ich habe tierisch Lust auf Sex. Du hast Lust? Ja, wir haben fantastischen Sex. Aber du kommst nie letztendlich so richtig auf deine Kosten. Nee, ja, soweit schon. Ich breche das ja dadurch, dass ich dann komme, selber ab. Ja, du kommst ja eben nicht. Dass ich so tue, als würde ich... Ja, gut, aber weil dann ist es für mich auch in Ordnung. Und, aber schön ist es ja nur auch nicht. Mann oder Frau will es ja dann auch mal gänzlich und rundherum erleben, oder? Ja, das ist mir bei ihm jetzt auch schon irgendwie 5, 6, 7, 8 Mal passiert. Aber halt in einem Zeitraum von 2 Jahren. Also von 200 Mal Sex bin ich vielleicht 8 Mal gekommen. Ach so. Und dann war das aber auch immer, ich denke immer, das dauert dann zu lang. Also wenn ich dann nicht nach 10 Minuten und einer Viertelstunde gefrickelt da gekommen bin, dann denke ich, dem ist jetzt gleich langweilig oder so. Der muss jetzt irgendwie nochmal 10 Minuten irgendwie erklären. Also, ich finde ja nun wirklich, da hast du dich jetzt in was hinein verrannt. Ja, aber ich kann ihm das auf keinen Fall sagen. Nein. Er sagt auch immer, wir haben so tollen Sex und so, pass auf, ich liebe, dass du kommst und tralala. Wenn ich ihm jetzt sage, hör mal, ich habe dich 200 Mal verarscht, dann hat er die Krise, dann schießt er mich ab. Dann lass uns einen anderen Weg überlegen. Ja, bitte. Dann musst du ihm
Da musst du ihn mehr dahin führen und du weißt ja nun, wie deine perfekte Position ist und deine perfekte Praktik, dass du wirklich immer auf deine Kosten kommst. Dann musst du ihn mehr dahin leiten. Na, ich finde das schon super, dass du jetzt nicht sagst, du musst ihm auf jeden Fall die Wahrheit sagen. Und dann, wenn es so gelungen ist, dann kann das ja erstmal eine Weile so laufen, kannst du es ihm später mal irgendwann sagen oder vielleicht auch nicht. Wichtig ist jetzt, dass die Situation verändert wird. Ja. Das finde ich wichtig. Da muss man jetzt nicht gleich mit dem Holz, mit dem Wahrheitsholzhammer da auf den Tisch hauen und sagen, ich habe dich ewig belogen und versuchen wir doch jetzt das Beste rauszuholen. Ja, hör auf jetzt zu lügen. Hör auf, dir das vorzuspielen. Führe ihn ein in deine Sexualität, wie du es am liebsten hast. Ich weiß, wenn man 2 Jahre schon zusammen ist, ist das ein bisschen kompliziert, aber da musst du dann durch. Das geht nun mal nicht anders. Ja, er wird sich dann schon fragen, warum das jetzt plötzlich eine halbe Stunde dauert und nicht mehr 10 Minuten. Ja, das ist halt jetzt so. Es ist halt so. Die Frauen sind geheimnisvolle Wesen. Ja, also wenn du ihm das nicht so ganz klar sagen willst, hier, ich habe dich 2 Jahre lang belogen. Nee, das kann ich. Das ist nicht auch antun. Ja, das ist auch hart und das ist auch wirklich scheiße, wenn Frauen das machen. Ich finde es auch wirklich. Ja, wirklich wahnsinnig leid. Man fühlt sich als gar nicht damit angefangen, aber ja, man fühlt sich als Mann ja auch wirklich völlig verarscht. Man fühlt sich völlig verarscht. Ja. Ne? Und da japst so und stöhnt sie an. Ich liebe den wahnsinnig und ich will nicht, dass er das denkt von mir. Dass ich, oder dass er denkt, dass... Vielleicht, wenn es jetzt eine halbe Stunde dauert, findet er das auch ganz toll, als diese schnelle 10-Minuten-Nummer, die ihr da abzieht. Kann ja sein. Ich weiß ja nicht, wie er so drauf ist. Ja, der bemüht sich unwahrscheinlich. So. Wenn das doch ein toller Typ ist und du den so gerne hast, dann zauber den doch jetzt mehr so in deinen sexuellen Kosmos herein. Ja, und wenn er sich auch wundert, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, ist halt jetzt so. Naja, ja, wenn er so leicht abzuspeisen ist. Ja. Ja, eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Wenn du nicht die Wahrheit sagen willst, musst du jetzt den Weg gehen. Auf jeden Fall bitte geh nicht diesen Lügenweg weiter. Da tust du dir erstmal auch nicht viel Gutes damit. Erstmal sowas, was deine Selbstachtung anbelangt. Und auch was dein sexuelles Leben anbelangt. Du willst ja auch richtig. Ich habe auch so schon ein unheimlich schlechtes Gewissen. Ja, zu Recht auch. So, sehr zu Recht auch. Ja. Ich bin ja eigentlich ein netter Mensch. Eigentlich schon, finde ich auch. Aber mit dem Orgasmus, das klappt noch nicht so richtig. Die Orgasmuslüge und Yvonne. Ja. Also, ich mache es so. Wie gesagt, es gibt keine Alternative. Yvonne. Ja, dann ist es bei mir etwas komplizierter, dann muss er dann da durch. Da muss er jetzt durch. Und letztendlich, denn hinterher erlebt er eine Frau wirklich, wo die Balken sich biegen. Ne? Wenn du dann wirklich dann auch kommst. Dann hat er auch seinen Spaß wieder. Und vielleicht ist es dann noch schöner, als wenn du das da als drittklassige Schauspielerin vorspielst. Oder machst du schon so gut, dass es kaum zu unterscheiden ist? Naja, wenn du dir mal überlegst, dass er das seit 2 Jahren nicht merkt, dann kann das schon nicht so schlecht sein. Ja, der kennt dich ja gar nicht anders, richtig. Ja, ich habe zwischendurch auch mal überlegt, ob der was ahnt oder so. Und dann sagt er irgendwie so einen Satz wie, du guckst mich an, als ob du irgendwie ein total schlechtes Gewissen hättest. Oder vielleicht kannst du ja auch Schauspielerin werden oder irgendwie sowas. Was er gar nicht so meint, aber ich münze das alles dann immer darauf. Und so, scheiße, hat er was gemerkt. Aber was hast du denn während des Orgasmus-Spielens gedacht? Ich bin dann auch so in dem Sex drin. Ja, nicht, also, dass du dann an den Einkaufszettel denkst von morgen. Nein, überhaupt nein, nicht. Nein, das nicht. Nein, wir haben tollen Sex. Ja. Ich liebe Sex mit dem und ich kann das auch 3-mal hintereinander. Ja, pass auf, jetzt nochmal im Ernst. Das finde ich eine ganz wichtige Grundlage, wenn du sagst, wir haben tollen Sex miteinander, ich finde den Typ toll, ich finde den erotisch. Da sind ja alle Grundvoraussetzungen gegeben. Ja. Ne? Also, wenn du jetzt sagen würdest... Ja, auf dem Schiff. Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, ach, eigentlich habe ich keinen Bock auf den und der kann das nicht und der will nur rein, raus und so, dann ist das alles sehr viel schwieriger zu regeln. Du hast eigentlich optimale Voraussetzungen. Jetzt nutze sie auch und mach was raus. Und in einem halben Jahr sprechen wir wieder und dann bist du die Frau, die immer absolut klasse kommt und keine Probleme mehr hat. Okay. Ich probiere das mal aus. Yvonne, alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Viel Erfolg. Dir. Tschüss. Tschüss. Dirk, 36, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar ist vor etwas mehr wie 4 Jahren meine Lebensgefährtin an Leukämie erkrankt. Mhm. War auch bis vor 3 Wochen alles soweit in Ordnung. Dann lag nochmal eine Knochenmarkskontrolle an. Und dann hat man festgestellt, dass sie also wieder 82,8% der weißen Blutkörperchen, dass die wieder befallen sind. 82%? Ja. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Mhm. Ja, sie musste direkt im Krankenhaus bleiben, Chemotherapie.
ihr geht es sehr, sehr schlecht. Mhm. Wie alt ist sie? 28. 28 erst. Ja. Mhm. Hat auch eine Tochter von 7 Jahren. Mhm. Und die Ärzte haben gesagt, sie muss also eine Knochenmarktransplantation haben, ansonsten sieht es sehr, sehr böse aus. Mhm. Und ich weiß, das ist ja immer nicht so einfach mit diesem Knochenmark transplantieren. Ja. Hat sie eine Chance? Gibt es jemanden, einen Spender, wo das denn auch passt? Das muss ja immer, ist ja alles ein bisschen kompliziert. Also die suchen jetzt seit 2 Wochen, ist noch kein Spender gefunden worden. Mhm. Und sie ist wohl Mitglied beim Roten Kreuz und die wollen jetzt eine Aktion starten. Hat natürlich eine lange Anlaufzeit. Mhm. Also es wird so Mitte November rum werden, ehe überhaupt sowas gestartet werden kann. Ja. Was genau sucht man denn jetzt? Oder wen sucht man? Einen Spender. Ein Spender, der muss ja bestimmte Blutgruppe haben. Ja, der muss die Blutgruppe passen. Und welche Blutgruppe ist das? Oh, da fragst du mich jetzt was. Weißt du gar nicht. Also ich habe sowas von einem leeren Kopf im Moment. Ich bin da so nervig auch sehr dermaßen runter. Das ist ja schade, dass du das nicht weißt, wo du schon jetzt hier in der Öffentlichkeit sprichst. Vielleicht hätten wir ja sogar euch helfen können. Ja, das stimmt schon. Mhm. Aber ich sage ja, die Sache belastet mich ungemein. Mhm. Das war damals schon sehr schwer für mich. Und das heißt, jetzt wird alles Mögliche in Bewegung gesetzt, auch über das Rote Kreuz, dass ein Knochenmarkspender gefunden wird. Ja, das ist richtig. Wenn der nicht gefunden wird, ist das das Todesurteil für deine Partnerin? So direkt haben die sich nicht ausgedrückt, aber wenn man genau hinhört, dann könnte das sehr gut sein. Ne? Mhm. Wie ist Ihr Zustand zum Beispiel ganz aktuell heute? Hast du sie besucht? Ja, ich war fahre so täglich hin. Ja. Und sie hat die Leukozyten, das sind die Blutwert, der ist also sehr, sehr niedrig durch die Chemotherapie. Mhm. Sie hat eine Infektion bekommen, kriegt eine sehr hohe Dosis Antibiotika. Mhm. Also ihr geht's nicht gut? Nee. Die Haare sind also bedingt durch die Chemo weg. Sie hat sehr viele Blutergüsse, sehr großflächig auch, eine Riesenschwellung im Gesicht. Wie kommt das? Das ist durch die Infektion, sagen die. Ach so. Das Auge ist zugeschwollen, sie kann nicht essen, sie wird künstlich ernährt. Wie alt ist ihr Kind? Oder ist das Jahre. Ist das euer Kind? Nee. Das ist aus ihrer ersten Beziehung. Du hast sie auch vor 4 Jahren erst kennengelernt. Ja, richtig. Ja. Wie nimmt das Kind das auf? Ja, wie weiß, durch die erste Krankheit haben wir erklärt, dass also die Mama die böse Blutzwerge hatte. Mhm. Und wir haben ihr natürlich jetzt erklärt, dass sie wiedergekommen sind, deshalb die Mama wieder im Krankenhaus ist. Mhm. Und das Kind weiß das, sie hat es auch bis vor kurzem besuchen können, die Mutter. Ich würde sagen, wenn das Kind jetzt dorthin kommt und die Mutter so sieht mit den Blutergüssen, mit den, dass die Haare ausgefallen sind, das muss doch für das Kind auch sehr erschreckend sein. Ja, aus dem Grunde, weil es der Mutter so schlecht geht, haben wir entschieden, dass wir mit dem Kind nicht hinfahren. Verstehe, finde ich auch richtig so. Na, das ist ja so, für das Kind wäre es ein absoluter Schock. Mhm. In welcher seelischen Situation oder Verfassung ist deine Freundin, deine Partnerin denn im Moment? Ja, sie hat sehr große Angst, ne? Genauso wie wir alle. Mhm. Ist sie denn eher so ein Kämpfer, also eine Kämpfernatur, oder ist sie eher ängstlich und nicht so zuversichtlich? Beides. Sie hat auf der einen Seite panische Angst. Und auf der anderen Seite sieht sie die Verantwortung ihrer Tochter gegenüber und auch gegenüber mir. Ich sage ja, wir lieben uns wahnsinnig und ich wüsste auch nicht, was passiert, wenn ihr was passiert. Ne? Wenn jetzt dieser Knochenmarkspender gefunden wird, ich bin da nicht so genau informiert, wie ist das? Wenn die Transplantation vorgenommen worden ist, sind die Chancen dann sehr hoch, dass sie wieder auf die Beine richtig kommt? Ja. Ja. Die sind also absolut hoch. Mhm. Die sind absolut hoch. Mhm. Ich bin ganz, ganz unzufrieden, dass du das nicht weißt, um welche Blutgruppe es geht. Wäre es für dich möglich, jetzt während der Sendung das noch rauszukriegen? Das könnte ich machen, ja. Weißt du, lasst uns doch diese große Chance nutzen. Wir reden hier in einer doch relativ großen Öffentlichkeit. Ja. In welcher Stadt lebt ihr? In welcher Gegend? In Kreis Heinsberg. Kreis Heinsberg? Ja. Mhm. Ich weiß das nicht genau, wie einfach das alles ist und ob man das einfach so drehen kann. Aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt hier quasi dazu einen Aufruf machen. Und wer dazu bereit wäre, eine Spende zu geben, da sollten wir jetzt auch hier die Chance auf jeden Fall nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Ja? Das heißt, wir beenden jetzt mal das Gespräch. Ja. Meine Redaktion ruft dich, kümmert sich darum und ruft dich gleich nochmal an. Und wir haben jetzt 1.35 Uhr, dass wir vielleicht gleich im Laufe noch kurz vor 2 Uhr noch mal kurz reden und du mir das dann sagst, was genau gesucht wird. Ja, ist gut. Und wenn du dich vielleicht auch noch mal schnell kundig machen könntest, was das für diese Person bedeutet. Muss diese Person ein paar Stunden im Krankenhaus liegen? Tut das weh? Und ich glaube, das ist relativ harmlos, aber man sollte das dann noch mal sagen. Alles klar. Ja, sollen wir das so machen? Ja, ist gut. Gut, Dirk. Dann legst du auf und alles Weitere arrangieren dann meine Leute im Hintergrund und du machst dich jetzt schlau. Ja, ist gut. Okay, bis gleich. Ciao. Tschüss. Dann machen wir weiter. Erstmal mit Philipp. Und Philipp ist 22. Ja, guten Tag. Hallo. Guten Tag, Philipp. Ja, ich kann mich eigentlich meinem Vorredner anschließen. Und zwar geht es auch um eine Krebserkrankung. Und zwar bei meinem Vater. Mhm. Und allerdings ist es so, dass der heute verstorben ist daran. Und das ist eine ziemlich schwerwiegende Erkrankung gewesen. Der ist nach einem Hirntumor gestorben. Heute verstorben, um 20 nach 1. Mhm. Und ging es aber so sehr, sehr schlecht schon die ganze Zeit, also die letzten Monate. Mhm. Und deshalb kam es für mich jetzt nicht persönlich überraschend. Dennoch ist das natürlich dann, wenn es dann passiert ist, ein Schlag. Ja, und es war schon heftig. Warst du dabei? Ich war dabei, der ist zu Hause gestorben. Hm. Bist du der einzige Kind? Ich bin das einzige Kind, ja. Und, aber er war, so mit meiner Stiefmutter, die war noch dabei. Ja. Und ich bin aber froh, dass ich es so miterleben konnte. Ja. Das Krasse war ja noch, ich hatte für Freitag einen Urlaub gebucht. Mhm. Jetzt für kommende Freitag? Jetzt für letzten Freitag. Mhm. Und am Freitag wollte ich mich verabschieden von meinem Vater. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, wenn Menschen kurz vorm Sterben sind, mhm, dann kriegen die sogenannte Schnappatmung. Das ist dann entsteht so ein Röcheln, mhm, und so weiter. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass es ihm super schlecht ging. Schon Am Freitag. Mhm. Und hatte einfach die Angst, so, wenn ich jetzt fahre, so dann ist es das gewesen. Ja? Dann sehe ich meinen Vater nicht mehr wieder. Wie lange hattest du denn vor, zu verreisen? Eine Woche. Dann bis nächste Woche Freitag. Mhm. Und dann bin ich nur heilfroh, dass ich es nicht gemacht habe, sondern dass ich diesen dummen Urlaub einfach abgesagt habe und dann zu Hause geblieben bin. Aber weshalb ich überhaupt anrufe? Ja. Ich finde, man sollte den Menschen, also wenn man Angehörige hat, die einem sehr nahe stehen, ich finde, viele Leute sollten zu Hause sterben. Das ist einfach würdevoller, am würdevollsten und zeigt einen gewissen Respekt den Angehörigen. Das finde ich auch. Das sehe ich genauso wie du. Als wenn, weil viele, ich habe auch, ich studiere Medizin und habe auch, wie gesagt, wie Zivildienst, also die ganze Palette Pflegedienst durchgemacht, Praktika. Ach so, dann kennst du es ja. Ich kenne das ja und es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn es im engen Familienkreis passiert. Hatte dein Vater auch diesen expliziten Wunsch, dass er zu Hause... Mein Vater hat den Wunsch gehabt, ja. Und wie lange war er jetzt schon zu Hause? Er war, also die Krankheit wurde diagnostiziert im April 2003 und er ist jetzt die ganze Zeit bettlägerig gewesen seit April, also richtiger harter Pflegefall. Ja, und war denn auch seit April zu Hause? Er war die ganze Zeit zu Hause, er war nur bis auf zwei Behandlungen. Er hatte zwei Behandlungen. Er ist nicht operiert worden? Es gab Doch. Er ist operiert worden, zweimal hier in Köln sogar. Mhm. Und ja. Und gab es auch Chemotherapie? Es gab auch Chemotherapie, Bestrahlung. Ja. Nur das ist so ein... es wird von der Weltgesundheitsorganisation, gibt es 4 Grade. Mhm. Und dieser Tumor ist eben in Stufe 4 angesetzt, also das höchste. Das ist ziemlich gefährlich. Ja, also das hat alles nichts mehr genutzt? Es hat nichts genutzt. Es wurde rechtzeitig noch erkannt, aber es hat trotzdem nichts genutzt. Es war sehr früh, also nicht rechtzeitig, sondern früh erkannt, aber es hat trotzdem nichts genutzt. Wie hat sich das denn bei ihm bemerkbar gemacht voriges Jahr? Das ist auch interessant. Er ist ziemlich... lebensfroher Mensch gewesen, immer gerne unterwegs gewesen, sich mit Freunden getroffen. Mhm. Und wie alt ist er geworden? Mein Vater ist 68 geworden. Ja. Mhm. Relativ vital,
immer gewesen und in die Stadt gegangen und immer, als er so in die, hat viel Sport gemacht, immer wenn er in die Stadt gegangen ist, dann wurde es immer zum Schluss, also letztes Jahr im April, wurde er schnell müde und hat gesagt, irgendwas stimmt mit mir doch nicht, ich muss mich mal gründlich untersuchen lassen. Und dabei kam es raus. Dann ist er ins Krankenhaus gegangen, hat sich einen Komplett-Check gemacht mit Herzuntersuchung, Lungenuntersuchung, kann ja wer weiß was sein. Und dann unter anderem auch eine Kernspintomographie. Genau. Und da ist ja so das führende Verfahren dafür. Und da hat man es rausgekriegt. Und dann hat man einen Tumor entdeckt. Und das heißt ja noch nichts, weil Tumor ist nicht gleich Tumor. Dann kam die sogenannte Biopsie dran. Das heißt, man hat das herausgenommen und untersucht. Hat man herausgenommen und untersucht. Und dabei wurde dann eben festgestellt, ja, dass das nicht so erfreulich ist. Ich mache jetzt nochmal einen Sprung in die letzten Wochen. Du sagst, dass er pflegebedürftig war, im Bett gelegen hat. War er gelähmt? Konnte sich gar nicht mehr bewegen? Nein, er konnte sich von einer Seite schon auf die andere legen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, denn so, der lag in so einem Dekubitus-Bett. Das ist so ein extra Pflegebett für bettlägerige Menschen, damit sie sich keine Druckstellen holen. Ja. Und dann lag er dann da drin und man konnte sich auch nicht mehr mit ihm unterhalten. Also der sprach, ich weiß nicht, ob es das Verständnis war, auf jeden Fall er konnte nicht mehr richtig sprechen. Aber er konnte dich verstehen, wenn du was gesagt hast. Ich denke, dass er mich verstehen konnte. Das hat er durch Gestik angezeigt. Wusste er in den letzten Wochen um die Ernsthaftigkeit seiner Situation? Das kann ich dir nicht genau sagen. Also die letzte Woche, der hat so vor sich hin vegetiert. Ja, also es ist wirklich nicht so, dass die, ich glaube nicht, dass die sich so allem bewusst sind. Seit April dieses Jahres, davor war er sich allem bewusst. Danach kann man es wahrscheinlich gar nicht mehr richtig rekonstruieren oder nachvollziehen, was er mitbekommen hat. Genau, kaputt gemacht ist. Nun ist er heute gestorben. Ist er noch bei euch im Haus? Oder er ist noch bei uns im Haus. Man darf eher 36 Stunden. Ist das für dich auch wichtig, dass er noch im Haus ist im Moment? Das war für mich schon insofern wichtig, weil es konnten sich alle Freunde von ihm verabschieden und morgen werden auch noch welche kommen. Bist du jetzt auch noch in der Wohnung? Oder? Ich bin jetzt in meiner Wohnung, aber in demselben Haus. Unten. Ja. Genau, und ich habe jetzt einfach mal so eine kleine Auszeit genommen, weil ich war heute den ganzen Tag verstehe. Da. Du hast gesagt vorhin, dass du damit gerechnet hast und dann ist es nicht so schlimm. Na, das kann man eigentlich nicht sagen. Es ist schlimm. Man ist dann eher vorbereitet, sagen wir es so. Genau. Aber dennoch. Kommt nicht überraschend, sagen wir mal so. Kannst du jetzt im Moment so dein Gefühl beschreiben? Ist es tiefe Traurigkeit oder vielleicht auch ein bisschen, dass er erleichtert, für ihn vielleicht auch eine Erleichterung ist, dass er nicht mehr leiden muss? Ja, damit mit dem Gedanken trösten wir uns ja alle. Aber ich meine, das ist schon heftig und schon schwer und ich wollte erst mich ablenken gehen mit einem Freund, klingt das für viele so voll, total unvorstellbar, nur ich wollte mich einfach ablenken und wollte was einfach mal raus trinken gehen, ja. So, das ging dann aber doch nicht. Dann sieht man diese Lichter in der Stadt und denkt so auf große Freude und innerlich weiß man doch, man hat doch gerade wieder seinen Vater so verloren, ja, und dann konnte ich das doch nicht. Und ich fühle mich dann, also mich trifft das schon sehr stark, aber... Hattest du ein gutes Verhältnis zu deinem Vater? Ich hatte zu meinem Vater ein gutes Verhältnis, immer gut. Dein Anliegen, hier jetzt anzurufen, war diesen Appell, dass man, wenn es irgendwie geht, die Menschen nach Hause holen sollte. Nein, dass man sie zu Hause lässt, weil ich finde diese Pflegehospize oder diese Pflegestationen, ich finde die teilweise, ja, die finde ich unwürdig. Da muss man natürlich unterscheiden. Es gibt ja so eine Hospizbewegung in Deutschland, die ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Ja, sicher, Na, aber es ist einfach überlastet. Ja, dass die Arbeit, die meine Pflegemutter, also meine Stiefmutter, Entschuldigung, und die ich oder auch noch andere, die uns geholfen haben, dass das jemals irgendein Hospiz hingekriegt hätte. Mit Sicherheit, in der Art und Weise. Mit Sicherheit nicht ein ganz normales Krankenhaus, da hast du völlig recht. Genau, oder Krankenhaus, das meine ich auch. Jetzt wird er morgen abgeholt? Also morgen haben wir erstmal, wird er dann gegen Nachmittag abgeholt, erstmal einen Bestattungstermin nochmal. Jetzt haben wir schon tiefe Nacht gleich. Meinst du kannst überhaupt schlafen oder? Ja, ich hoffe es, ne? Also ich liege jetzt auf der Couch, bin jetzt noch ein bisschen nervös, weil ich auch
zum ersten Mal hier bei so einer Fernsehsendung angerufen habe. Ja, und ich denke mal, dass ich schon irgendwann in der Nacht so ein Auge zumachen kann. Ja, vielleicht ein bisschen, ein paar Stunden und dann, ja. Ich finde gut und freue mich, dass du durchgekommen bist. Und ich finde deine Meinung sehr richtig und kann mich dem nur anschließen. Und ich finde es auch toll, dass du so bei deinem Vater geblieben bist und ihn unterstützt hast. Ja. Wenn er vielleicht auch nicht mehr so richtig alles mitbekommen hat, aber vieles wird er mitbekommen haben. Mhm. Und das wird ihm geholfen haben, dass sein Sohn bei ihm war. Ja. Alles Liebe, Philipp. Gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Hier ist Erika. Und Erika ist 58, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Erika. Deswegen rufst du an? Ja, mein Problem ist folgendes. Ich habe vom guten Jahr ein Ehepaar kennengelernt. Mhm. Wir haben uns also sehr gut angefreundet. Wir sind öfter mal zusammen weggegangen. Die haben mich besucht, ich habe sie besucht. Also wir haben viel unternommen. Mhm. Und nach einem guten halben Jahr hat er sich in mich verliebt, hat es mir aber auch nicht gezeigt. Mhm. Ich habe es auch nicht so gleich gespannt. Du bist alleine, ne? Bitte? Du bist alleine. Ich bin alleine, ja. Mhm. Ich habe mich dann nach einem Jahr unabhängig in ihn verliebt. Also jetzt vor kurzem erst. Ihr kennt euch ja erst. Ja, vor einem guten halben Jahr jetzt. Ja, ja. Und ja, wie gesagt, irgendwann haben wir uns dann ein paar Mal getroffen. Ja. Und durch sein auffälliges Verhalten wahrscheinlich ist halt irgendwo seine Frau dann dahinter gekommen, hat es also ihm vorgeworfen und er hat zwar auch immer gesagt, nee, ist nicht wahr. Und Aber es ist noch nichts gelaufen zwischen euch beiden? Nichts Größeres, sag mal so. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, aber direkt jetzt, dass wir uns viel, es war immer nur kurze Momente, also halbe Stunde höchstens. Ja. Und wie gesagt, also jetzt ist es halt folgendermaßen, er hat jetzt solchen Druck von zu Hause, er darf nicht mehr telefonieren, er hat keine Verbindung mehr mit mir. Mhm. Sie hat mir die Verbindung verboten mit ihm und weiß, was irgendwo verständlich ist. Ja, sie ist wahrscheinlich auf dich auch tierisch sauer, weil du mit ihr warst, ihr wart ja auch befreundet, ne? Richtig, genau. Ja, ja. Jetzt ist da Sendepause zwischen euch beiden, das heißt, sie unterbindet alles? Voll, ja. Voll, aber er ist in dich verliebt? Ja. Du bist in ihn verliebt? Richtig. Wie ist denn die Ehe zwischen den beiden? Offensichtlich nicht so doll. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass ich unter dem Druck, den er jetzt hat, glücklich ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Und er hat mir auch mal einen kurzen Brief geschrieben, dass das also die Gefühle noch genauso die gleichen sind. Aber er steht halt unter Druck und kann, es wäre besser, wir würden vielleicht die Verbindung abbrechen, dass einfach dieser Stress für ihn auch nicht so ist. Sagst du, oder hat er das geschrieben? Hat er geschrieben. Hat er geschrieben. Ja, jetzt bin ich eben im Zweifel. Ich weiß nicht, soll ich mich nochmal mit ihm in Verbindung setzen? Soll ich ihm nochmal einen Brief schreiben? Wobei man gar nicht weiß, ob er den Brief zu Händen auch kriegt. Das ist das Problem. Es könnte sein, dass sie ihn abfängt. Wohnen die in deiner Umgebung, in deinem Ort? Ja, also ein paar Kilometer weg, ja. Also man sieht sich so zufällig in der Stadt oder im Ort nicht? Eigentlich nicht. Nee, das nicht. Ja. Ja. Sind die lange verheiratet? Ja, sehr lange schon, ja. Und wie hast du vorher so den Eindruck gehabt von denen? Ist das eine gute Ehe oder ist das eigentlich der Öffnung? Ja, so schon, aber so haben sie sich schon verstanden, aber ich nehme halt auch an, dass es irgendwo für die auch Alltag war und sie ist auch ein bisschen krank und hat. Weißt du, ob da in all den Jahren, während die verheiratet waren, irgendwas anderes auch schon mal vorgefallen war? Gab es das? Ich glaube nicht, nein. Also ist das schon was sehr Besonderes, was da passiert ist? Wahrscheinlich, ja. Er hat es auch gesagt, er konnte sich nie vorstellen, dass er sich nochmal so verliebt hat. Und wie alt ist er? Er ist 75. 75? Und wie lange ist es bei dir her, dass du mal verliebt warst? Ja, ich hatte eine 17-jährige Beziehung. Ja. Die ist vor 2 Jahren auseinandergegangen. Ja. Und dann jetzt nach 2 Jahren ist das passiert? Ja. Was ja eigentlich toll ist, ne? Wenn es einem dann, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, wenn es einem dann wieder passiert. Ja, richtig. Ich habe es auch nicht geglaubt, dass es nochmal so sein könnte nach der Zeit, die ich aber jetzt ist es so vertrackt, ne? Das ist richtig. Jetzt, was macht man jetzt? Ja, du kannst ihn da nicht rausziehen aus der... Also, was würdest du in den Brief schreiben wollen, wenn du ihm einen Brief schreibst? Ja, ich hätte mir so gedacht, dass ich ihm halt schreiben würde, dass
Ich meine, es ist seine Entscheidung, ob er sich wirklich so unter Druck setzen lässt. Und ich meine, er muss sein Leben entscheiden, das ist klar. Mhm. Ich wollte ihn auch nie unter Druck setzen, aber irgendwo ihn vielleicht nochmal darauf aufmerksam machen. Mhm. Sag nochmal, er hat dir geschrieben, dass es besser wäre, es sein zu lassen, weil er den Druck nicht haben möchte. Ja, so ja. Im Sinne. Ja, einfach aus Vernunft. Aus Vernunft. Mhm. Mhm. Nur hat Liebe meistens mit Vernunft nicht recht wenig zu tun. Ne? Eben, das ist der Meinung bin ich auch. Und das Problem ist es halt. Also ich finde ja immer, wenn man so liebesmäßig irgendwie angeschlagen ist, dann soll man schon in gewissem Maße noch was unternehmen. Schreib den Brief, schreib ihn. Meinst du? Ja, schreib ihn. Was, mein Bauchgefühl sagt es mir auch, ja, aber ich bin ihn. Immer noch im Zweifel. Ja, aber was kann passieren? Das kann, weißt du, dann hinterher hättest du vielleicht das Gefühl, du hättest nicht alles gemacht und du machst dir Vorwürfe, hätte ich dann vielleicht doch nochmal und ja, vielleicht denkt, hat der gedacht, ich bin gar nicht so interessiert und hätte ich dann noch einen Brief geschrieben, dann hätte er gemerkt, wie ernst es mir ist und so weiter. Wie ernst es ist. Ja, genau. Mach es. Ich finde, mach es. Das Gefühl habe ich innerlich auch und ich habe auch immer das Gefühl, dass es nicht zu Ende ist, aber... Mach es. Wenn sie den Brief abfängt, dann sollte es so sein. Dann ist es so. Dann habe ich auch nicht mehr verloren. Ne? Nee, da hast du auch nicht mehr verloren, dann ist so. Und wenn er ihn liest und dir vielleicht nochmal definitiv absagt, dann ist es aber auch wirklich endgültig und mehr kann man da nicht machen. Ja, dann ist es so. Aber ich finde, du solltest das tun, ja. Ja, finde ich. Auch so, ja, mach es, Erika. Schreib einen schönen Brief und vor allen Dingen lass dir mal eine Nacht noch liegen, lies ihn am anderen Tag nochmal und dann schicken wir weg. Der liegt schon seit fast einem halben Monat und ich habe den immer wieder geändert und gedacht, soll ich nicht? Und das war also für mich wirklich eine Qual. Wirf ihn morgen ein. Ist er weg. Wirf ja, ich hab auch schon gedacht, ob ich ihn selber hinbringe. Nee, das ist wieder zu... Also jetzt nicht offiziell, sondern halt einfach... dass man finden müsste, vielleicht am Briefkasten oder so. Ja, aber dann kannst du auch mit der Post schicken. Oder warum, meinst du? Ja, ich nehme halt dann, dass sie ihn dann abfängt und ihr den gar nicht lesen kann. Ja gut, aber wenn du ihn in den Briefkasten wirfst, kann es ja auch sein, dass sie den Briefkasten leert. Könnte auch, aber es ist möglicherweise, wenn er früh in die zum Beispiel die Zeitung holt, dass er den da noch mitkriegt. Wie ein junges Mädchen, ne? Ja. Na gut, Herr Brien, bring ihn hin. Aber versuche auf jeden Fall, der Situation aus dem Weg zu gehen, dass du einen von beiden begegnest. Ja, das ist sowieso. Denn das wäre wirklich blöd. Das darf nicht passieren. Das hätte ich auch nicht getan. Ja, dann hätte ich das mal abends gemacht. Dann fahr in tiefer Nacht, in der Nacht- und Nebelaktion hin und wirf den Brief ein. Ja, so hatte ich mir das auch getan. Da lag ich gar nicht so verkehrt mit meinen Okay, mach's entweder heute Nacht noch oder morgen oder dann die nächste Nacht. Ja. Alles Gute. Okay, tschüss, danke, Erika. Tschüss. So, jetzt haben wir den Dirk wieder hier, den Dirk von gerade. Das stimmt, ne? Ja, ist richtig. Dirk, bist du schlauer geworden jetzt? Ja, ich bin etwas schlauer geworden. Also ich sag nochmal für die Leute, die es gerade zugeschaltet haben. Dirk ist am Telefon. Dirk hat eine Lebenspartnerin, die er vor 4 Jahren kennengelernt hat und die jetzt schwer an Leukämie erkrankt ist. Und sehr schwer erkrankt ist und man sucht einen Spender, um eine Transplantation für das Knochenmarks vorzunehmen. Ja. Ne, so ist es. Ja, so ist es. Was genau wird jetzt gesucht? Also es wird ein Spender gesucht, der die Blutgruppe 0 Rhesus positiv hat. 0 Rhesus positiv. Positiv, ja. Das ist dann egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Das ist egal. 0 Rhesus positiv. Mhm. Weißt du ein bisschen was, wie das dann abgeht, wenn jetzt sich jemand melden würde? Ihr wohnt in Heinsberg. Ja, im Kreis Heinsberg wohnen. Kreis Heinsberg, das ist in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja, richtig. Mhm. So, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich möchte der Frau helfen, was genau würde dann passieren? Ja, also es würden 0,3 Milliliter Blut abgenommen. Ja. Die würden eingeschickt nach Tübingen zur deutschen Knochenmarkspendekartei. Ja. Und dann würde geguckt, ob dieses Blut passen würde. Mhm. Also für diese Person würde das bedeuten, dass die Person ins Krankenhaus muss? Ja, die müsste für 3 Tage ins Krankenhaus. Für 3 Tage? Für 3 Tage. Also das ist nicht mal so husch-husch gemacht, mal schnell ein bisschen Blut abzapfen. Das ist dann schon ein längerer Aufenthalt. Nee, also wenn der Patient passen würde, wenn der Spender passen würde,
dann müsste der für 3 Tage ins Krankenhaus. Ach so, man nimmt erst Blut ab, dann wird es dorthin geschickt, dann wird es untersucht, ob es wirklich vollständig passt. Ja. Und dann muss der Spender für 3 Tage ins Krankenhaus. Genau. Und dann wird ihm nochmal was abgenommen. Und dann wird ihm Knochenmark entnommen. Bist du darüber informiert, wie man das macht und wie aufwendig das ist? Das wird unter Vollnarkose aus der Hüfte gezogen. Ja, also ist schon ein etwas größerer Eingriff, aber auch nicht so ganz dramatisch, soweit ich informiert bin. Ist also nicht sehr dramatisch. Mhm. Der Patient ist dann während des Aufenthalts ist er also auch versichert. Mhm. Es entstehen keine Kosten. Ja. Und er ist also auch zusätzlich versichert über die DKMS. Ja. Und falls was passieren, es gibt immer ein gewisses Risiko bei jedem Eingriff. Ja. Falls was passieren sollte. Da ist am 7.11. plant das Deutsche Rote Kreuz eine Spendenaktion. Mhm. Nur ist das ja noch eine ganze Weile hin, ne? Ja. Deswegen war ja auch gerade meine Idee, wenn wir beide hier jetzt reden und in aller Öffentlichkeit reden und vielleicht ergibt sich etwas schon früher und man könnte, ich denke ja auch, je früher, desto besser. Das ist richtig. Für deine Partnerin. Das ist richtig. Ich schlage folgendes Verfahren vor. Falls jemand sich da melden möchte, diese Person möge sich bitte bei uns melden. Am besten über E-Mail unter domian@wdr.de. Oder hier anrufen, aber mailen ist das Allerbeste. Und wir stellen dann den Kontakt zu dir und zu euch her. Das wäre auch super. Ne, das finde ich den klügsten Weg. Und dann sollen alle Beratungen und medizinischen Dinge abgeklärt werden, die vonnöten sind. Das ist super. Jetzt nochmal die Blutgruppe. Das ist null Rhesus-positiv. Null Rhesus-positiv. Mhm. Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es deiner Partnerin wirklich nicht sehr gut geht im Moment. Nee. Nun ist der 7.11. ja noch eine ganze Weile hin. Wie stellt man sich denn die Zeit bis dahin vor? Wie wird sie im Krankenhaus bleiben müssen? Was wird man mit ihr machen? Ja, also sie bekommt ja zurzeit die Chemotherapie, ne? Mhm. Dann wird das Knochenmark regelmäßig kontrolliert, inwieweit noch Krebszellen da sind. Mhm. Und man hofft, dass man zwischenzeitlich über die Kartei Leute jemanden findet. Mhm. Dann diese Aktion, die halt von den Kameraden des Roten Kreuzes gemacht werden, soll dann noch zusätzlich Leute, also die Chance erhöhen, dass ein Spender gefunden wird. Mhm. Ja gut, die Sache ist auch mit großen Unkosten verbunden, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Für wen? Für den Veranstalter oder Organisator der Blutspende, ne? Ja, aber das muss deine Partnerin oder ihr müsst das ja nicht bezahlen. Nee, das ist richtig. Du hast vorhin schon in unserem ersten Gesprächsteil gesagt, dass du auch so schwer damit umgehen kannst. Erzähl mir mal noch ein bisschen, wie es dir geht und was diese Krankheit wiederum und der Zustand deiner Partnerin mit dir macht. Ja, also ich fühle mich wirklich käsig, ne? Mhm. Ich habe also extreme Schlafstörungen und bin äußerst nervös geworden. Mhm. Hab sehr starke Konzentrationsschwierigkeiten. Mhm. Also ich fühle mich total von der Rolle. Ne? Merkt sie das? Ich denke mal, ja. Ich versuche das zwar zu verbergen. Mhm. Ich finde auch, dass man in einem solchen Fall dann dem Kranken gegenüber immer sehr tapfer sein muss. Ja, genau. Und dem das nicht auch noch zeigen darf, weil der Kranke hat genug Leid. Und wenn sie das so mitbekommt, macht sie sich vielleicht noch zusätzliche Sorgen. Ja, das ist das, was ich nicht will. Ich versuche Du musst jetzt einfach stark sein und dich da, so traurig das alles ist, aber es ist ja noch nicht alle Hoffnung verloren. Mhm. So gut ich das auch verstehen kann, dass es dir schlecht geht und dass du da durchhängst und nicht schlafen kannst und nervös bist. Aber da musst du jetzt zäh sein, ne? Da musst du auf die Zähne beißen und durch. Das musst du für sie machen. Für sie musst du es machen. Ja, ich denke auch, ne? Ich versuche also, wenn ich ins Krankenhaus gehe oder mit dir rede, stark zu sein, ihr Mut zu machen. Mhm. Und es darf auf keinen Fall passieren, dass sie sich jetzt in ihrer angeschlagenen Situation noch Sorgen um dich machen muss. Nee, ne? Das darf auf keinen Fall passieren. Die braucht ihre ganze Kraft für sich selber. Genau. So, und jetzt sage ich nochmal unsere E-Mail-Adresse, also domian@wdr.de. Wenn sich jemand meldet, der gerne helfen möchte, dann bitte hier bei uns melden und wir stellen den Kontakt dann zu euch her und alles Weitere wird dann organisiert. Super. Ne, so machen wir es. Super. Mein lieber Dirk, alles, alles Gute dir und deiner Partnerin und hoffentlich hat es ja was genutzt. Das wäre toll. Das wäre echt toll, das wäre echt super. Alles Gute. Tausend Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Malte Imels. Morgen sind wir wieder da, klar.
mit einer freien Sendung. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und übermorgen heißt unser Thema, wie sage ich es meinem Partner? Ihr könnt zu diesem Thema natürlich schon mailen für übermorgen, wie ihr wollt. So, gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Ciao. Zwei Uhr vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, die Nachrichten. Essen. Der Karstadt-Quelle-Konzern will heute Einzelheiten des Sanierungsplans